Ja, hallo und willkommen zurück. Hier ist der Frederik und wir machen heute mal wieder ein Deck-Tag. Heute machen wir mal wieder einen Haufen, also ja, einen Pile. Der Marc hat euch ja vor geraumer Zeit schon mal den Check-Pile gezeigt. Die 4- oder 5-Color-Version, die berühmt wurde durch Thomas Mahr, der das Deck ja entwickelt hat. Und wir haben heute hier die 5-Color-Version, die so ein bisschen angelehnt ist eher an die Miracles-Listen, die dann aber zugunsten von anderen Karten mittlerweile keinen Terminus, keinen Entreat the Angels mehr spielen, ein bisschen mehr in andere Farbkombinationen gehen. Aber letzten Endes auch 5-Color-Listen sind. Und da wollen wir uns heute mal so ein bisschen mit beschäftigen, wie so ein 5-Color-Control-Deck da aussieht. Und ja. Five Color, was braucht man da richtig? Da braucht man Mana von verschiedenen Farben. Wir haben eine Tundra, eine Underground Sea, eine Volcanic Island, eine Tropeninsel. Das heißt, wie man unschwer erkennen kann, es gibt immer Blau und dazu gibt es jede Farbe aus dem Color Pie einmal: Grün, Rot, Schwarz, Weiß. Im Gegensatz zum Checkpile, der sehr schwarzlastigen Variante, spielen wir ansonsten hier in dieser Liste keine anderen Duels. Wir spielen Basics. Ja, wir spielen fünf Farben, wir spielen Basics und das mit vielen. An der Stelle spielen wir drei Snow-Covered Islands, eine Plains, einen Swamp und einen Forest. Viele Listen gehen mittlerweile hin und spielen einen zweiten Forest zugunsten eines Fetch-Landes. Ich spiele in dieser Liste immer noch 10 Fetch-Länder. Um genau zu sein, 4 Misty Rainforest, 4 Prismatic Vista und 2 Flooded Strats. Interessant an dieser Liste ist eben, mit der Prismatic Vista können wir alle Basics fetchen. Wir haben also damit Zugriff auf jede Farbe. Das wiederum aber der Grund, warum diese Liste nicht die Mystic Sanctuary spielt, wie es die Miracles-Listen tun, die ebenfalls mit 4 Color dann eben nur die normalen Basics und die normalen Fetch-Länder spielen, um dann auch die Prismatic Vista zu fetchen, um dann im Endeffekt auch die Mystic Sanctuary zu fetchen. Das Ganze hat natürlich dann auch nochmal Einfluss darauf, wie ich fetche, weil ich für die Sanctuary 4 Islands brauche. Und das können wir uns hier in der Liste aufgrund der vielen Farben, die wir hier zu Beginn generieren wollen, nicht erlauben. Außerdem machen wir uns sehr angreifbar. Der Marc wird sich dabei kaputt lachen, wenn ich darüber rede, weil wenn man nämlich dann zu sehr auf die Basic Islands geht und sich auf sein Astrolabe verlässt, dann kann man auch schon mal ziemlich in die Röhre gucken, wenn das Ding dann removed wird. Von daher sehr unterschiedlich in dem, wie die Decks fetchen, sehr unterschiedlich auch, wie dann irgendwie die Startzüge aussehen. Das ist ganz spannend und was, dass man auch gerade bei den Videos, wenn man mal sieht, wie die Decks spielen, sich anschauen sollte, wie unterschiedlich da mit den Basic-Ländern konfiguriert wird. Ja. Wenn wir über Basic-Länder reden und wenn wir über fünf Farben reden, dann kommen wir um eine Karte definitiv nicht rum. Eine Karte, die sehr viel diskutiert ist im Legacy, Accum's Astrolabe. Das ist eine Snow-Permanent, ein Snow-Artefakt. Man braucht ein Schneemana, um es zu casten. Das heißt, es muss also aus einem Snow-Basic gecastet werden oder auf einem anderen Weg. Entscheidend ist, wenn es ins Spiel kommt, darf man eine Karte ziehen. Es ersetzt sich selber und es fixt im Endeffekt das Mana, weil wir können ein Mana beliebiger Farbe reinstecken und können uns ein beliebiges Mana wieder rausholen. Und jetzt kommt noch ein ganz entscheidender Punkt. Damit können wir auch Snow Mana machen. Das heißt, selbst wenn ich nur ein Basic habe und habe ansonsten ein Duel, kann ich mein erstes Astrolabe spielen, kann mit dem Duel ein beliebiges Mana in Schneemana machen und damit wieder noch ein Astrolabe casten. Etwas, das übrigens ganz viele Spieler sehr gerne vergessen und das meistens ihre Züge auch sehr suboptimal werden lässt. Ja, immer schön dran denken. Ja, wenn wir über Karten ziehen reden, dann merkt ihr schon, das hier ist eine Karte, die ist so eine kleine Mischung aus Cantrip und aus Mana Fixing. Und insofern können wir hier weiter gucken. Wir haben im Endeffekt dann die berühmten 4 Brainstorms. Also welches blaue Deck spielt sie nicht? So viele gibt es nicht. Selbst die
BG Depths Listen, Splash in Blau für den Brainstorm und den Oko. Ja, ich weiß, auch den Oko, nicht vergessen. Und wo ein Brainstorm ist, da ist eine andere Karte meistens nicht weit. Das ist die Karte Ponder. In dieser Liste spielen wir überraschenderweise nur drei. Das hat einen Grund, und zwar spielen wir noch eine Karte als viertes Ponder. Und das ist hier die Karte Cling to Dust. Die ist aus dem letzten Set. Und die ist sehr, sehr gut, weil sie ist ein Instant und sie exilt eine Karte aus dem Friedhof. Wenn es eine Kreatur war, bekommt man drei Leben. Ansonsten kann man eine Karte ziehen. Und ja, man kann sie mit Escape für vier Mana wiedercasten. Das kommt öfter vor, wie ihr denkt. Der entscheidende Punkt ist aber, dass man damit Mainboard Graveyard Hate hat. Das ist nicht nur gegen Reanimator schon mal gut, sondern das ist auch gegen ganz viele Decks, die mittlerweile mit Uro agieren oder mit anderen Karten, die den Friedhof benutzen, sehr, sehr gut. Und das ist auch wunderbar, wenn der gegnerische Snapcaster auf einmal gar nicht mal so sehr wertvoll ist oder der Gegner sich darauf verlassen hat, dass er Game 1 da ganz safe nochmal einen Brainstorm oder sowas casten kann. Und im dümmsten Fall kann man das Teil einfach für ein schwarzes Cycle dem Gegner was exilen und dann weitermachen. Ja, das sind die Cantrips. Wo die Cantrips und die Brainstorms nicht weit sind, da darf eine andere Karte natürlich nicht fehlen, richtig, 4 Force of Will, die Karte, die das Legacy-Format berühmt gemacht hat, ja, auch das dürfte mittlerweile bekannt sein, wo 4 Force of Will sind, da sind meistens 2 Force of Negation nicht weit, weil, was ist besser wie 4 Force, 6 Force sind noch besser. Natürlich eine Karte, die dann in vielen Matchups hinterher auch ausgebordet wird, wenn man sie nicht braucht, aber Game 1 möchte man sie gerne haben. Diese 6 Counterspells werden hier ergänzt um ein Drown in the Loch oder, wie man hier unschwer erkennen kann, der deutsche Karte im See ertrinken. Die ist sehr, sehr schön, weil man nämlich entweder einen Zauberspruch neutralisieren kann, der so viel Mana kostet, wie der Gegner Karten im Friedhof hat oder eben weniger. Man kann aber auch eine Kreatur damit zerstören, die so viel Mana-Kosten hat, wie der Gegner Karten im Friedhof hat oder eben weniger. Das ist schon mal sehr, sehr gut und vor allen Dingen sehr situativ anwendbar. Das ist ein sehr großer Vorteil. Wie ihr seht, sind wir damit von den Counterspells schon in Richtung Removal gelaufen. Und wenn wir über ein fünffarbiges Deck reden, dann haben wir auch Weiß mit dabei. Und wenn man Weiß und Removal und das Wort Legacy in einem Satz benutzt, dann dürfte meistens die Karte Schwerter zu Flugscharen oder auch Swords to Ploshi ist nicht weit sein. Ja, ich weiß. Artwork ist viel, viel schöner wie dieser ganze New-Bordered-Quatsch. Zu Schwerter zu Flugscharen braucht man, glaube ich, nicht viel erzählen. Die Karte kennt jeder. Man exilt eine Kreatur seiner Wahl und der Gegner bekommt so viele Lebenspunkte, wie sie Stärke besessen hat. Wen interessiert's? Außer es ist ein Grisselbrand, dann ist es schon mal interessant. Ansonsten ist es okay. Welche Karte hat das Legacy-Format mindestens genauso viel definiert wie Schwerter zu Flugscharen? Und wird in jedem Deck, das es kann, gespielt und es fühlt sich einfach total toll an, ein Control-Deck zu spielen, indem man Zugriff auf Abrupt Decay hat. Für ein grünes und ein schwarzes kann man eine Non-Land Permanent mit Mana-Kosten 3 oder weniger zerstören und diese Karte kann nicht gecountert werden. Das ist fantastisch gegen Counterbalance. Übrigens der Grund, warum Abrupt Decay so viel gespielt wurde am Anfang. Das ist aber auch ganz, ganz wunderbar gegen Karten wie Sylvan Library, gegen Delver, gegen Dreadhot Arcanist, gegen alles Threads unter 3 Mana. Eine ganz wunderbare Karte. Ja, ich habe eben gesagt, dieses Deck spielt kein Terminus mehr, auch weil einfach durch die minimierte Anzahl Cantrips, die wirklich dieses Top-Deck manipulieren können, der Terminus gar nicht mehr so sauber aufzusetzen ist. Aber dafür spielen wir 2 Dead of Winter. Die Karte hat auch mit Modern Horizons Einzug gehalten ins Legacy. Ist ein Sorcery, kostet 3 Mana. Und alle Non-Snore Creatures bekommen -X/-X bis zum Ende des Zuges, wobei X die Anzahl an Snow Permanents ist, die wir kontrollieren. Wir haben eben gesehen, wir spielen relativ viele Basics. Wir spielen Akkums Astrolab. In der Regel haben wir Turn 4 relativ konstant mindestens 3 Snow Basics liegen. Das ist schon ziemlich gut. Damit lässt sich eine Menge machen. 2-3 Sachen sollte man an der Stelle bedenken, sowohl aus Sicht des Spielers, der die Karte spielt, als auch aus Sicht des Gegners. Wenn wir über Elche reden und in einem Format, in dem Oko nicht gebannt ist, sollten wir über Elche reden, dann darf man nicht vergessen, dass aufgrund der Layer
so ist, wenn wir mit Oko aus einem Astrolab einen Elch machen, ist er trotzdem noch eine Snow Permanent. Das heißt also, gegnerische Elche, die aus einem Astrolab gemacht wurden, kann man mit Dead of Winter nicht removen. Das vergisst man schon mal gerne. Sollte man dran denken. Ist aber wiederum auch ein eigener Vorteil, weil wenn wir unseren Oko spielen und haben unsere eigenen Astrolabs in Elche verwandelt, dann können wir Dead of Winter spielen, ohne dass unsere eigenen Kreaturen sterben. Ganz praktisch, sollte man nicht vergessen. Naja, wenn wir über Snow Creatures reden, dann reden wir mit Sicherheit auch, ich leg das mal rüber, über die Icefang Kotl. Auch die Karte ist aus Modern Horizons, das Format hat viel Einfluss gehabt auf Legacy. Kostet ein grünes und ein blaues, hat Flash, 1-1 fliegend. Wenn sie ins Spiel kommt, darf man eine Karte ziehen, also so weit, so Baleful Strix. Und der entscheidende Punkt ist, es hat kein eingebautes Death Touch, sondern Death Touch gibt es, wenn man mehr als drei andere Snow Permanents besitzt, wie ich eben gesagt habe, mit den ganzen Basics und mit dem Astrolab ist das relativ konstant machbar. Und dann haben wir im Endeffekt eine Baleful Strix mit Flash. In der Liste hier spielen wir aktuell drei. Manche spielen vier. Das teilt sich die Slots meistens mit der Karte Snapcaster Mage, der gerade dann eher mal gecuttet wird, auch einfach um nicht zu angreifbar gegen Graveyard Hate zu werden. Ich finde eigentlich zwei Snapcaster ganz gut, dadurch, dass wir ja hier in der Liste kein Mystic Sanctuary spielen, kein Terminus, den wir damit wieder zurückkaufen wollen und auch letzten Endes nicht so Karten wie Accumulated Knowledge. Sind wir aktuell mit fünf Karten unterwegs, die irgendwie Graveyard-anfällig sind. Das ist dann zu verschmerzen. Zum Snapcaster Mage brauche ich ja nichts erzählen. Aber die andere Kreatur, die wir dabei haben, da können wir uns noch kurz drüber unterhalten, das ist Uro. Uro hat mit der letzten Edition Einzug gehalten. Für drei Mana bekommen wir im Endeffekt drei Lebenspunkte, ziehen eine Karte, dürfen eine Landkarte von der Hand als zusätzlichen Landdrop ins Spiel legen, wenn wir wollen. Der entscheidende Punkt ist nur, dass Uro stirbt bzw. geopfert wird. Wenn wir ihn nicht für seine Escape-Kosten gecastet haben, dann ist er im Friedhof. Von da können wir ihn dann für die Escape-Kosten casten. Die sind zwei grüne, zwei blaue und wir dürfen und müssen fünf Karten aus unserem Friedhof exilen. Dann kommt er wieder ins Spiel, bekommt wieder seinen Enter the Battlefield-Effekt. Das ist eine sehr gute Karte, auf die der Gegner erstmal eine Antwort haben muss. Schwerter zu Flugscharen ist eine gute Antwort, spielt der Gegner die nicht, weil er kein Weiß spielt, dann wird es schon ein bisschen schwieriger. Und der gewinnt gerade gegen Burn oder andere Tempo-Decks Spiele dann auch schon mal im Alleingang, wenn sie ihn nicht wegbekommen. Ja? UR Delver ist auch so ein Kollege, der da wirklich Probleme mit hat. Ja, und dann last but not least schauen wir mal noch auf andere Permanents, die das Deck so zu bieten hat. Da haben wir einmal eine Sylvan Library. Das ist ganz gut, wenn man konstant Leben bekommt und kann das dann in zusätzliche Karten verwandeln. Die Karte ist im Moment so ein bisschen diskutabel. Je schneller das Format wird, umso eher ist sie dann im Sideboard nur gegen gegnerische Control-Decks. Auf der anderen Seite spielen viele zwei davon, um konstant an ihr Removal zu kommen. Ich habe mich hier auf eine festgelegt, das ist eigentlich ganz gut. Hatte jetzt mal online ein lustiges Spiel gegen jemanden, der recht neu im Format war, der mich dann gefragt hat, ob denn eine Karte für vier Lebenspunkte wirklich gut ist. Das wäre doch ein ganz schön hoher Preis. Am Ende unseres Spiels hat er dann verstanden, dass offensichtlich auch 12 Lebenspunkte für drei Handkarten ein ganz guter Deal sind, wenn der Gegner nicht mehr so viel dagegen machen kann. Wo wir über Lebenspunkte reden, reden wir über Oko. Eine Karte, die in vielen Formaten gebannt ist, die für viele Diskussionen gesorgt hat, nachdem sie erschienen ist. Und so wie viele andere Karten, wie Uro, wie Underworld Breach, aber wie auch zum Beispiel die Companions, die ja jetzt in Ikoria rauskommen, für viele Diskussionen sorgen, da das Designteam immer stärkere Karten printet. Die Karten werden immer besser, die Karten werden immer stärker. Und Oko ist mit Sicherheit einer der stärksten Planeswalker,
der Top 3 Planeswalker, die je geprintet wurden. Für 3 Mana und 4 Loyalitätspunkte bekommen wir die Fähigkeiten plus 2. Wir können einen Food Token machen, das heißt jede Runde 3 Leben, wenn wir 2 Mana bezahlen. Wir können plus 1 ein gegnerisches oder ein eigenes Artefakt oder Kreatur alle Fähigkeiten verlieren lassen und einen 3-3 Elk verwandeln. Das ist total toll. Wir können unsere eigenen Astrolabs in 3-3er verwandeln. Wir können unsere eigenen Icefang Codals in 3-3er verwandeln, damit sie härter zuschlagen. Wir können unsere Snapcaster in 3-3er verwandeln, damit sie härter zuschlagen können. Wir können unsere eigenen Food Token in 3-3er verwandeln. Wir können aber auch gegnerische Kreaturen, die Probleme verursachen, einfach in 3-3er verwandeln. Ob das der gegnerische Uro ist, ob das der gegnerische 6-6er, 7-7er ist, all das verliert die Fähigkeiten, wird zu einer 3-3. Das ist schon sehr gut. Naja, und die Minusfähigkeit von Oko ist auch nicht zu verachten. Für minus 5 können wir die Kontrolle über eine Kreatur oder einen Artefakt, das wir kontrollieren, gegen die Kreatur eines Gegners tauschen, dessen Stärke 3 oder weniger ist. Das ist gut, kommt allerdings seltener vor, wie man denkt, weil meistens das Aufplussen von Oko doch wesentlich besser ist. Ja, und wenn wir darüber reden, dass Oko zu den Top 3 Planeswalkern, die jemals geprintet wurden, gehören, dann gehört meiner Meinung nach jemand anders mit dazu. Das ist Jace, The Mind Sculptor. Lange, lange Zeit unangefochten und undiskutabel der beste Planeswalker, der je geprintet wurde. Mittlerweile macht Oko ihm diesen Thron streitig. Letzten Endes ist es so, dass tatsächlich viele Listen hier aktuell einen Jace cutten und spielen dafür 3 Okos. Ich bin da vielleicht ein bisschen traditionell unterwegs. Vielleicht scheue ich mich aber auch, das Spiel einfach mit Combat Damage zu gewinnen und plus einfach Jace einfach nur hoch. Von daher spiele ich immer noch 2. Jace hat folgende Fähigkeiten für 4 Mana und 3 Loyalität. Und da sieht man übrigens schon den Unterschied zu Oko, ne? Also Jace kann man dann auch bolden, wenn er nicht direkt plusst. Und bekommen wir die plus 1. Das ist ein Fate-Ziel. Wir können uns eine Karte auf der Bibliothek eines Spielers unserer Wahl angucken und sie drauf oder drunter legen. Für 0 gibt es einen Brainstorm. Ist auch gut, jede Runde so ein Brainstorm für, ne, Umme. Für minus 1 können wir eine Kreatur bouncen auf die Hand ihres Besitzers. Das ist übrigens auch selber schon mal ganz gut, wenn man die eigenen Snapcaster mod. Eine vielfach nicht so häufig gemachte Aktion. Und ja, entscheidend für minus 12 schicken wir die ganze Bibliothek eines Spielers unserer Wahl ins Exil und seine Hand wird zu seiner Bibliothek. Das heißt also, wenn unser Gegner bis dahin nichts gegen Jace machen konnte, dann hat er meistens dann das Spiel auch verloren. Und aktuell spiele ich hier in der Liste noch einen Teferi, The Time Reveler aus War of the Spark. Auch ein sehr starker Planeswalker, weil er einfach eine Static Ability hat. Das ist ja in War of the Spark zum ersten Mal gewesen, dass Planeswalker Static Abilities haben. Die ist, dass unser Gegner keine Spells mehr casten kann, außer als Sorcery. Das heißt, er kann nicht mehr countern, er kann nicht mehr mit uns interagieren in Instant-Geschwindigkeit. Das ist sehr stark. Letzten Endes eine Karte, die das Gameplay auch sehr gewarpt hat und die eben auch viel diskutiert ist, ähnlich wie zum Beispiel Nazet oder all die anderen Karten, die heutzutage erscheinen und sehr einseitige Fähigkeiten haben, womit man ja weggegangen ist von der Philosophie von früher, wo zum Beispiel eine Karte wie Smallpox eben bedeutete, dass man sein eigenes Deck auch so bauen muss, dass man selber mit dem Nachteil der Karte auch zurechtkam. Das wird heute vielfach einfacher für die Spieler gemacht. Ob es besser ist, steht auf einem anderen Blatt Papier. Nicht zu vergessen, bei Teferi, für plus 1 können wir selber unsere Sorceries bis zum Ende des nächsten Zuges als Instant spielen. Das ist schon mal sehr schön, wenn man Instant so ein Dead of Winter spielen kann. Ansonsten ist es noch für einen Ponder interessant. Letzten Endes haben wir sonst keine Sorceries im Deck. Entscheidender ist aber, dass man für minus 3 eine Artefakt, Kreatur oder Enchantment zurück auf die Hand des Besitzers bouncen kann und eine Karte ziehen kann. Das ist sehr, sehr gut, wenn man gegnerische Chalice of the Void bouncen kann, aber viel entscheidender ist, dass man auch die eigenen Astrolabs bouncen kann, zieht eine Karte, spielt das Astrolab wieder aus, zieht noch eine Karte, dann hat man 2 Karten gewonnen. Das ist ein Play, das sehr, sehr oft vorkommt und das sehr, sehr gut ist. Kleiner Nachtrag zum Oko fällt mir gerade ein. Der kann übrigens auch gegnerische Chalice of the Void in Elche verwandeln. Das ist auch ziemlich gut. So, das war das Main Deck. Wie ihr gesehen habt, sehr, sehr viele Karten. One-off, two-off, three-off. Und jetzt schauen wir mal ins Sideboard. Da sieht das
ganz genau so aus. Wir fangen der Einfachkeit halber vielleicht mal mit dem Thema Graveyard Hate an. Ja? Die setzt sich zusammen so ein bisschen aus einer Surgical Extraction. Die Karte wird heute nicht mehr so viel gespielt, einfach weil es stärker ist, direkt den ganzen Friedhof des Gegners anzugreifen. Trotzdem immer noch eine gute Karte, gerade auch gegen gegnerische Control-Decks, um bestimmte Schlüsselkarten wegzubekommen. Wie zum Beispiel den Pyroblast. Dann haben wir zwei Nihil Spellbomb in dem Slot, den in weißen Decks normalerweise Rest in Peace einnimmt. Aber das Schöne ist, die Nihil Spellbomb kann auch eine Karte ziehen. Wenn man ein schwarzes Mana bezahlt, wenn sie stirbt, das ist sehr, sehr gut. Übrigens, kleiner Tipp an der Stelle, das kann man auch bezahlen. Der Trigger kommt auch, wenn sie vom Gegner zerstört wird, nicht nur, wenn wir sie selber opfern. Darf man und sollte man nicht vergessen. Dazu kommt zwei Return to Nature. An sich unser Removal für gegnerische Artefakte und Enchantments, aber mit dem Exile Target Card from a Graveyard, eine Karte, die man auch sehr, sehr gut gegen jedes Graveyard-Deck boarden kann und die auch schon relativ viele Spiele für mich gewonnen hat, weil ich sie im Deck hatte. Dann machen wir doch mit Grün direkt weiter. Zwei Whale of Summer, die nächste viel diskutierte Karte aus dem Jahr 2019, die gegnerische Discard oder gegnerische Counterspells sehr, sehr schlecht macht. Das ist eine sehr, sehr gute Karte. Schön ist auch, man kann die eigenen Permanents gegen Abrupt Decay verteidigen. Das ist toll. Man sollte trotzdem nicht vergessen, auch der Gegner kann sie spielen. Von daher immer mit Vorsicht zu genießen und wieder eine sehr, sehr diskutierte Karte. Dazu zwei Pyroblasts gegen gegnerische blaue Karten. Damit kann man Okus countern oder zerstören. Damit kann man Teferis, Jace und Co. handeln. Da haben wir zwei Sachen, die uns hier direkt auffallen. Das eine ist einmal das Thema Countern und Whale of Summer. Von daher ist es häufig das richtige Play, den gegnerischen Planeswalker resolven zu lassen und anschließend zu zerstören, weil man ihn dann mit Whale of Summer nicht mehr beschützen kann. Das ist beim Countern ein bisschen anders, denn unabhängig davon, ob der Pyroblast rot ist oder nicht, wird er durch die Whale of Summer, wird trotzdem das Countern verhindert. Der zweite Punkt ist, wir spielen noch einen Red Elemental Blast statt einem dritten Pyroblast. Wie ich eben schon gesagt hatte, das ist ganz praktisch gegen die Surgical Extraction. Wenn mein Gegner den Red Elemental Blast surgicalt, habe ich immer noch die Pyroblast. Es wird also schwieriger für den Gegner, uns eine ja wirklich Schlüsselkarte im blauen Matchup zu nehmen. Und wie ihr ja jetzt schon gesehen habt, ist es tatsächlich so, dass die Pyroblast und die Red Elemental Blast die fast einzigen Karten sind, die den Rot-Splash in dem Deck rechtfertigen. Da machen wir noch mit einer Karte weiter, das ist nämlich die andere rote Karte, die wir noch im Deck haben. Das ist From the Ashes. Die wird nicht ganz so oft gespielt. Sie kostet 4 Mana und zerstört alle Non-Basic Lands. Und für jedes zerstörte Land darf der Spieler sich dann anschließend ein Basic Land aus der Bibliothek holen und ins Spiel legen. Das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Es ist ein bisschen was anderes wie Back to Basics. Der entscheidende Punkt ist, dass ganz, ganz viele Decks mittlerweile in der Lage sind, Back to Basics zu beantworten. Sei es mit Abrupt Decay, mit Crozen Grip, mit irgendeinem Artefakt oder Enchantment Removal. Was wir hier handeln können, indem wir einfach die Non-Basics zerstören. Und selbst gegen Decks wie das von Marc schon vorgestellte Checkpile ist es sehr, sehr gut, so eine Karte zu resolven, weil wir haben ja gesehen, wir selber spielen in unserer Liste 6 Basics. Manche Listen spielen nur 3. Mit 6 Mana kann man besser operieren als mit 3 und das ist schon ziemlich gut. Und dann machen wir weiter. Wenn wir schon über Control-Matchups reden, wir haben 2 Leovold im Deck. Der Emissary of Trest. Für 3 Mana kann unser Gegner nur noch eine Karte pro Zug ziehen und immer wenn wir oder eine Permanent, die wir kontrollieren, das Target von einem Spell oder einer Ability des Gegners wird, dürfen wir eine Karte ziehen. Gleichzeitig kann er noch für 3 schwingen, das ist ziemlich gut und benötigt meistens eine ziemlich schnelle Antwort, weil ansonsten die Ponder und die Brainstorms des Gegners wirklich sehr, sehr schlecht werden. 2 Karten haben wir hier noch im Deck. Das eine ist einmal ein Plague Engineer. Das ist die Karte, die meistens Human sagt. Oder auch mal Snake oder sowas in die Richtung. Auch die ist aus Modern Horizons. Auch die hat wieder einen einseitigen Effekt. Die -1, -1 sind schon ziemlich gut.
Aktuell wird sie nicht mehr ganz so viel gespielt, aber trotzdem ist sie super, super stark. Und einer der Gründe, warum einfach die Karte True Name Nemesis im Legacy gar nicht mehr so oft gesehen wird. Und last but not least haben wir hier einen Meddling Mage im Sideboard. Das ist tatsächlich ein absoluter Flex-Slot. Hier könnte man alles mögliche andere auch spielen, eine Nazeth oder wo ein nach einem der Sinn steht. Ich finde aber gerade in Combo-Matchups wie zum Beispiel Show and Tell ist Meddling Mage einfach eine starke Karte, mit der der Gegner nicht immer rechnet, zumindest nicht im Control-Deck. Ja, das war's. Wie immer, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr sagt, hey, du hast die Hälfte vergessen, du hast nur Blödsinn geredet, schreibt's in die Kommentare und dann werden wir gucken, ob wir das beantworten können.